Buonasera a tutti, benvenuti a questo incontro. Guten Abend an alle. Herzlichen willkommen zu dieser Begegnung. Wir werden heute Abend die Herausforderung von gestern wieder aufnehmen, die Javier Prades formuliert hat, der Mut, ich zu sagen. Das muss immer wieder neu gewonnen werden, immer wieder, jeden Moment muss das neu aufgegriffen werden. Wir brauchen etwas, was uns unseren Wert wieder neu entdecken lässt. Wir brauchen jemanden, der uns sagt, du bist ein Wert. Wir brauchen jemanden, der uns hilft, unsere Würde wiederzugewinnen. Das ist der Titel einer der schönsten Ausstellungen, die wir hier beim Meeting haben. Du bist ein Wert von Rose Busingi. Wo wir das auch gestern bei dem Beitrag von Javier Prades gesehen haben. Wir brauchen die Begegnung mit anderen Personen, die den Mut in Bewegung setzen, ich zu sagen. Den eigenen Wert wiederentdecken. Wir werden es durch drei Zeugnisse erfahren von drei Personen aus verschiedenen Ecken der Welt. Einige sind in Präsenz hier im Saal. Wir beginnen mit zuerst die Frauen, Marigona Oliva, die wir mit einem großen Applaus begrüßen wollen. Marigona ist eine Erzieherin, Lehrerin und man kann sagen, dass sie ist immer noch eine Schülerin von L'Imprevisto. Der Name ist der Schule, L'Imprevisto heißt das Unvorhergesehene. Und L'Imprevisto hilft vielen Menschen, die eigene Würde wiederzugewinnen. Und sie wird ihre Erfahrung erzählen, was hier geschehen ist. Und der andere Gast, den wir haben, ist Mario Del Verme. Er ist der verantwortliche Koordinator für die Aktivitäten, die sportlichen Aktivitäten der Scolas Occorrentes in Italien. Scolas Occorrentes ist eine internationale Organisation päpstlichen Rechts. Sie wurde von Papst Franziskus gewollt und er ist auch ihr Vorsitzender. Es ist ein Netz in der ganzen Welt von Erziehungseinrichtungen. Es ist sehr schön, Sie waren auch schon vor 4 Jahren Gäste des Meetings. Das Leben geht aber weiter, die Wirklichkeit dieser Schulen ist größer geworden und er wird uns erzählen, was es für ihre Arbeit bedeutet, so vielen Menschen auf der ganzen Welt zu helfen, in ihrer, also im Leben zu wachsen und in ihrer Würde zu wachsen. Und der nächste Gast ist Aljena Koperskopa. Sie ist verantwortlich für die Kommunikation. der Einrichtung Tokie Della. Man könnte es so übersetzen, so stehen die Dinge. Es ist eine sehr schöne Wirklichkeit und Sie würden es darüber erzählen. Auch dies ist ein Netz. Es ist eine Vereinigung, die soziale und karitative Einrichtungen in Russland koordiniert. Und es werden über ein bestimmtes Portal Geschichten erzählt von Menschen, die ihren eigenen Wert wiederentdecken, auch in dramatischen und schwierigen Situationen. Das sind also unsere drei Gäste des heutigen Abends. Und es gibt einen vierten, der jetzt gleich hier auf dem Bildschirm erscheint. Wir werden ihn jetzt sehen.
Ich möchte diesen beiden Verrückten danken, die da unten in Buenos Aires angefangen haben. Sie haben mit einem Olivenbaum angefangen, nicht mit einem Kieselstein, um uns beizubringen, dass wir alle einen Sinn im Leben haben. Wir alle haben etwas, das wir geben können. Wir alle müssen uns öffnen, um von den anderen etwas zu empfangen. Diese Gesellschaft ist daran gewöhnt, auszuschließen, zu selektionieren, anzugreifen, zu ignorieren. Scholars hingegen möchte einbeziehen, Hilfestellung geben, umarmen, nicht angreifen und anerkennen, dass es keine Person gibt, die ein Nein ist. Niemand ist ein Nein. Wir sind alle ein Ja. Ein Ja für uns selbst und für die anderen. Ein Ja, das man verschenken kann. Jede Person trägt einen Sinn in sich. Die wirkliche Globalisierung ist ein Polyeder, in dem wir eine Einheit suchen, aber dabei bewahrt jeder seine Einzigartigkeit. Das ist die Herausforderung von Scholars, dass ich selbst suchen kann, was die Einzigartigkeit in mir ist, mein Reichtum, und dies mit Freunden zu teilen. Denn ich trage einen Sinn in mir. Und so globalisieren wir uns in menschlicher Weise, nicht auf tierische Weise. Unsere Utopie und die von uns allen, die wir Scholars aufbauen, besteht darin, dass wir durch diese Erziehung eine Kultur der Begegnung schaffen. In den Menschen können wir eine Einheit finden und dabei die Verschiedenheit der Kulturen wertschätzen, um dabei nicht zu einer Gleichmacherei zu gelangen, sondern zu einer Einheit. Es war die unverwechselbare Stimme von Papst Franziskus, der von euch, von Scholars, gesprochen hat. Und er hat Dinge gesagt, die nicht zu unterschätzen sind. Wir sind alle ein Ja. Es geht darum, die Einzigartigkeit von jedem zu entdecken. Was heißt es zu arbeiten, damit die Menschen diesen Sinn entdecken können. Wir haben das Video nicht für dieses Meeting speziell gemacht, aber ich habe es ganz bewusst dafür ausgewählt. Was ist Scholars? Es ist entstanden im Jahr 2000. In der Krise in Argentinien, eine soziale Krise, eine erzieherische Krise, eine Wirtschaftskrise, auch politisch. Und der Papst hatte diese Intuition, zwei seiner Freunde, die heute die Direktoren von Scholars sind, sie sollten sich um 20 junge Leute kümmern, die aus einem religiösen Hintergrund kamen. Und er hat sie gefragt, was geschieht euch? Der Papst sagte, aus einem Schmerz kann eine neue Kultur entstehen. Das ist auch die Frage von heute. Wir werden die Welt ändern, wenn wir die Erziehung ändern. Was ist die Erziehung? Das ist ja die Erfahrung von jedem. Die Erziehung, so sagt er, man muss die Erziehung bewohnen, man muss drin sein. Wenn jemand nicht das ganze Fleisch aufs Feuer legt, dann weiß man nicht, von welcher Welt man spricht. Wenn jemand aber ganz da drin steckt, dann geht's nicht darum zu mahren, sondern zu sein, den anderen anzuschauen. Jemand fühlt sich verändert. Wir sagen unseren Kindern, stellt euch vor, ein Lehrer kommt in die Klasse und sagt, wie schön ist es heute. Euch sagt, wie schön du bist. Das bedeutet, dass man das Herz dieser ganzen Person annimmt. Das sind Worte, die Scholars ein bisschen, ich nenne einige Worte, die Scholars kennzeichnen. Das erste ist das Zuhören. Der Papst sagt, Erziehung ist eine weltweite Aufgabe.
alle, die darin mitwirken, sind eine Quelle, eine Ressource. Erziehung ist ein Polyeder mit vielen Facetten und jeder kann sich selbst sein. Denn dieses sich selbst sein ermöglicht eine Begegnung. Dieses, dass jemandem zugehört wird, ermöglicht eine Begegnung. Aus dieser Begegnung kann sich eine Kultur entwickeln. Wenn man heute nicht keinen Geschmack daran findet, an den anderen zuzuhören, dann ist es keine wirkliche Umarmung. Das zweite Wort ist das Wort Kreativität. Denn jemand, der weiß, dass ihm zugehört wird, denkt an einen bestimmten Punkt, man hat mich wirklich lieb, ich bin wirklich geliebt. Und er drückt dies aus in einer Sprache des Herzens, der Hände. Der Papst spricht von diesen Sprachen, auch die Sprache des Geistes. Das ist etwas Harmonisches. Wenn diese drei Sprachen voneinander getrennt sind, dann gibt es keine Einheit des Ichs, sondern es gibt diese Einzelteile, den Geist. Es gibt das Herz, was verängstigt ist, und die Hände, die noch einen anderen Weg gehen. Diese Fragmentierung endet in einem Bruch. Wann kann jemand Ich sagen, wenn er sich bewusst wird, dass diese Begegnung, wenn die Tatsache, dass man mir zuhört, zu einem Geschenk wird. Dann fängt eine Person an, sich selbst zu feiern. 10 Tage bevor der Papst in den Irak flog, hat er gesagt, wir haben 2 Begegnungen gemacht. Die erste Begegnung war in Erbil. Da haben wir 30 Universitätsdozenten getroffen über das Thema, was ist Erziehung? Aber die Sprache war ein bisschen schwierig. Also das Englisch gefällt mir nicht leicht. Wir haben ein Wort auf die Tafel geschrieben, ich. Und wir haben das gezeigt, den Ikarus, die Abbildung des Ikarus gezeigt mit dem roten Herzen. Und wir haben gefragt, was bedeutet für euch ich? Welches Wort können wir benutzen, wenn jemand ich sagt? Und das, was passiert ist, ist das größte Wunder. Da ist wirklich die Kultur der Begegnung entstanden, von der der Papst spricht. Dass jemand anfängt, sich ins Spiel zu bringen, ohne an unnötig viele Dinge zu denken, sondern einfach, indem man wahr ist, bis in die Tiefe hinein. Die zweite Sache, die im Irak passiert ist, betrifft die Begegnung mit dem Papst. Es war sehr bewegend. Einen Tag zuvor haben wir eine Gruppe irakenischer Jugendlicher getroffen und wir haben gefragt, welche Frage wollt ihr dem Papst stellen? Und sie haben darüber nachgedacht. Und am Tag danach haben wir den Papst danach gefragt. Er war total müde. Diese jungen Menschen haben ihre Fragen gestellt, das Fehlen der Freiheit, der Arbeit, der Sicherheit. Sie haben diese Zerbrechlichkeit ihm dargeboten. Seine Augen, die von Papst Franziskus, waren Augen, die die Jugendlichen bis in die Tiefe hinein angeschaut haben. Ein muslimischer Junge hat eine Fahne gezeigt, auf dem Blut eines christlichen Freundes von ihm war, und hat es dem Papst gegeben. Und der Papst hat gesagt, nein, diese Fahne gehört zu deiner Geschichte. Dieses Ich ist in einem Volk. Dieses Ich gehört zu einem Volk.
Zuhören, Geschenk, Herz. Was sind die, Aljona, welche sind die Schlüsselworte bei Takidela? Kannst du uns erzählen, was ihr macht? Guten Abend. Vielen Dank für die Ehre, heute zu euch sprechen zu dürfen. Unsere wichtigsten Worte lauten das menschliche Leben und die Würde. Takidela ist ein Netz von Medien, die die Geschichten dieser Personen erzählen. Und wir versuchen mit unseren Zuhörern, Zuschauern, diese Menschheit wachsen zu lassen und zu fördern. Bis vor kurzer Zeit war Aber man sprach wenig über das Leben der Menschen in Russland, vor allen Dingen außerhalb der Städte. Wir wollten jedoch über das wirkliche Leben in Russland sprechen, über das Leben, so wie es ist. Wir wollten diesen Menschen helfen. Unsere Website ist eine der vielen Projekte. Und Serve Aiuto ist eine Assoziation, Organisation, die siano ben controllate, che siano serie. Heute helfen wir mehr als 300 Vereinigungen, die armen Menschen helfen, Familien mit vielen Kindern, Jugendlichen, die Erkrankungen haben, Journalisten reisen in der ganzen Welt herum, im ganzen Land herum, und sie sammeln Geschichten. Geschichten von Menschen, die in ernsthafter Weise aufrichtig erzählen, was ihre Geschichte ist. Die Menschen erzählen sie, wie sie aufgewachsen sind, wie sie leben, mit welchen Problemen sie konfrontiert sind und wie ihr Leben heute verändert ist. Und am Ende bitten wir unsere Leser darum, uns Spenden zu geben. Aber diese Spenden gehen nicht an die Person, über die in dem Artikel gesprochen wird, sondern an die Vereinigungen, damit sie ihre Projekte weiterentwickeln können, damit sie weiterhin Menschen helfen können, Hunderten und Tausenden von Personen, die in schwierigen Situationen sind und die dann eben darauf zählen können, dass sie weiterhin Unterstützung bekommen. Es können auch Krankenschwestern oder Pflegerinnen sein oder alte Menschen, die sich einer Operation unterziehen müssen, oder Terminalkranke, die eine palliative Therapie brauchen, Menschen, die mit ihren Familien, mit Verwandten zusammenleben und eine Unterstützung brauchen. Wir haben mehr als 20 Millionen Euro gesammelt, dank unseren Lesern. Es ist wirklich eine große Summe, aber das Wichtigste für mich ist nicht das Geld. Viele Probleme in Russland, vor allen Dingen komplexe Probleme, gesellschaftliche Probleme, sind auch stigmatisierend, denn viele Menschen haben ein Misstrauen. Es ist problematisch für die Menschen, die nicht viel haben, die obdachlos sind, die Opfer von Gewalt. Sie fühlen sich manchmal selber schuldig, aber das ist so in unserer Gesellschaft. Und wir haben uns mit vielen Geschichten, mit vielen persönlichen Geschichten auseinandergesetzt, und wir haben
Also wir begegnen nicht abstrakten Problematiken, sondern wirklich konkreten Personen, die diese Schwierigkeiten durchlebt haben. Auf diese Weise entsteht im Herzen des Menschen, von jedem Menschen, eine Mitleid, ein Mitgefühl. Und so möchten wir in gewisser Weise unsere Gesellschaft einbeziehen, damit unsere Gesellschaft verändert wird. Unsere Gesellschaft soll menschlichere Züge haben. Es genügt nicht, die gesellschaftlichen Probleme zu lösen, indem man Geld spendet. Nein, die Gesellschaft selber muss sich ändern, der Mensch selber muss sich ändern. Wir versuchen, denjenigen eine Stimme zu geben, die am wenigsten angehört werden. Und wir möchten eine Diskussion innerhalb der Gesellschaft initiieren. Und wenn wir uns auseinandersetzen, sehen wir, dass Menschen allmählich ihre Denkweise, ihren Gesichtspunkt verändern. Und dass man aufhört zu denken, ein Obdachloser ist an seiner Situation selber schuld. Und eben diese Veränderung ist der große Sieg. Ich erinnere mich, vor 6 Jahren war der Journalismus ganz anders, also vor der Gründung unserer Vereinigung. Da berichtete man über die alte Frau, die in Sibirien lebte, oder irgendwelche Migrantengeschichten. Aber jetzt haben wir immer mehr Personen, die sich diesen Problemen zuwenden, die Geschichten von Personen erzählen, von ganz normalen Personen. Und in dieser Weise hilft diese Vereinigung von Freiwilligen. Denn wir sind ganz sicher, dass wir so den Menschen und die Gesellschaft ändern können. Es ist sehr interessant, was du erzählst. Diese Art von Journalismus, der hilft, den Wert der Person wieder zu entdecken, die Person sich selbst wieder zu schenken, uns letztendlich. Das heißt, zu sagen, du hast einen Wert, du bist ein Wert. Und deswegen möchte ich Marigona fragen, was hat es für dich bedeutet, jemanden zu treffen, der dir geholfen hat, deinen Wert wieder zu entdecken? Guten Abend an alle. Ich bin Marigona. Ich bin im Kosovo geboren, vor 29 Jahren. Und als ich 5 Jahre alt war, wurde ich von einer italienischen Familie adoptiert. Seitdem ich klein bin, habe ich immer große Träume gehabt. Ich habe mich immer nach einer großen Schönheit für mein Leben gesehnt. Ich hatte immer viele Träume. Und ich dachte, dass Frohsein bedeuten würde, keinen Schmerz zu empfinden. Aber das ist nicht die Wirklichkeit. Als ich 12 Jahre alt war, als mein Vater wegen eines Tumors gestorben ist und aufgrund anderer schlimmen Dinge, habe ich mich betrogen gefühlt vom Leben und ich hatte eine große Wut. Und ich war überzeugt, dass diese Sehnsucht nach Glück etwas Unmögliches war. Etwas, was ich mir nicht hätte verdienen können. Und es ist etwas Unerwartetes passiert. Es war der 15. Mai des Jahres 2007. Und ich habe in dem Moment nicht an meinen Schmerz gedacht. Ich habe einen Zug genommen und ich wollte weglaufen vor meiner Lage. Ich bin aufgewacht in Pesaro. Und in Pesaro ist diese Sozialeinrichtung L'Imprevisto. Es ist eine Sozialeinrichtung, die Jugendliche
aufnimmt, die Probleme haben, verschiedene Probleme. Und es war eine Erfahrung, die mich völlig verändert hat. Wie meine Mutter dazu stand, war enorm wichtig, weil sie verstanden hat, dass sie mich nicht mit ihren Händen retten konnte. Und sie hat zu dieser Einrichtung gesagt, ich vertraue sie euch an. Und das gemeinsam mit der Adoption war die größte Liebesgeste, die ein Elternteil dem Kind schenken kann. Die Erfahrung beim Imprevisto war sehr schwer auch. Du wirst niemals allein gelassen. Aber es war eine sehr schöne Erfahrung, in der ich eine große Umarmung gespürt habe, weil ich mich geliebt gefühlt habe. Ich habe mich umarmt gefühlt, vor allem dort, wo ich mich selbst gehasst habe. Und diese Erfahrung hat noch an Bedeutung gewonnen, als an einem bestimmten Moment gegen Ende dieser Arbeit in dieser Gemeinschaft, ich war ungefähr 19 Jahre alt, und ich habe Silvio Caterina, dem Gründer dieser Sozialeinrichtung, eine Frage gestellt, und der für mich eine große Vaterschaft bezeugt. Ich habe ihn gefragt, diese Schönheit, dieses Gute, was ich hier getroffen habe, ist es möglich, dass das überall immer mir begegnet, in jedem Umstand, den ich werde leben müssen? Und er hat mir geantwortet und hat gesagt, wenn du dabei stehen bleibst, mich anzuschauen, dann wird alles enden. Wenn du darauf schaust, wenn du auf das schaust, was ich schaue, wirst du große Dinge tun. In dem Moment habe ich es nicht verstanden, weil eine Erfahrung kein Konzept ist. Aber die Person, die mir das sagte, war eine glückliche Person, dankbar für das Leben. Die Erzieher dort im Imprevisto sind glückliche Menschen, frohe Menschen. Und wir Jugendliche, wir schauen zuerst darauf, in erster Linie darauf. Und alle Entscheidungen meines Lebens, die ich später getroffen habe, die Uni, mein Abschluss, waren davon bestimmt, dass ich überprüfen wollte, ob das auch für mich wahr war. In der Zwischenzeit habe ich auch Luca, meinen Mann, kennengelernt an der Uni, den ich auch geheiratet habe. Und wir haben ein wunderschönes Mädchen, das 3 Jahre alt ist. Und ich kann sagen, sicherlich, dass diese Erfahrung mir geholfen hat, wieder zu entdecken, wer ich bin. Aber ich habe das entdeckt innerhalb einer Beziehung, innerhalb eines Uns, eines Wir. Weil es innerhalb einer Beziehung ist, weil ich innerhalb einer Beziehung diesen riesigen Wert entdecke. Und ich habe entdeckt, dass alles nützlich war, auch das Schwierige, auch das Schlechte. Und das hat mir die Gewissheit gegeben, dass alles für ein Gut da ist. Danke. Nur innerhalb einer Umarmung kann man entdecken, dass alles für ein Gut ist. Also Mario, erzähl uns Geschichten, Fälle, die dank der Arbeit von Scholars wieder anfangen, wieder neu geboren werden, ihre Würde neu entdecken. Das einfachste Beispiel, das ich in diesem Moment machen kann, ist, was bedeutet es, ein Erziehungspakt zu gründen. Wir machen ein Projekt in den Jugendgefängnissen in Rom und Turin, und dieses Projekt heißt Lichtzone. Und dieses Wort stammt aus dem Fußball,
Und es bedeutet, dass mein Mitspieler weggehen muss, damit ein Platz frei wird, ein Spielraum frei wird. Versuch das mal einem Jugendlichen im Gefängnis zu sagen. Wir versuchen, die Jugendlichen in eine Mitverantwortung zu ziehen. Wir wollen mit ihnen nicht ein Fußballtraining durchziehen, sondern sie erziehen. Und deswegen haben wir dieses Projekt gestartet, wo jeder eine Aufgabe hatte. Und es war keine schulische Aufgabe. Es handelte sich zunächst einmal darum, zu analysieren, das Projekt nochmal anzuschauen, es neu zu formen. Was bedeutet Identität als Wert? Wie bringt man es jemandem bei? Das Spiel hat uns erlaubt, das beizubringen. Eins ist sicher, als wir ankamen, haben sie uns angeschaut, so auf die Art, was wollen die von uns, wer sind die denn? Und nach einigen Tagen war der Startpunkt anders oder war der Blick auf uns anders. Wann kommt ihr wieder? Weil diese Blicke von uns eine Begegnung zustande gebracht haben. Und der Direktor des Jugendgefängnisses in Neapel hat uns gesagt, dass gli educatori e alcune società esterne di calcio. Also beteiligt waren die Erzieher im Gefängnis, die Eltern und andere Externen und Leute von der UEFA. Erziehungspakt heißt nicht nur etwas aufzuschreiben, sondern sich mitten hinein zu begeben, damit die ganze Person im Fokus steht, denn der andere schaut auf dich, wie du dich ins Spiel bringst. Und Aljona, erzähl uns Geschichten von Menschen, die dank eurer Arbeit wiedergeboren sind, Geschichten, die dich beeindruckt haben. Etwas, was uns begreifen lässt, was für eine Wirkung eure Arbeit haben kann. Heute habe ich mich an einige Geschichten erinnert. Ich habe an einige Geschichten gedacht und ich werde euch einige erzählen. Ihr seht ein Kind hier, das Xioma heißt. Ein sehr stilles Kind, das Zeichnen sehr geliebt hat. Und als er dann in die Schule musste, hat er einen Lebertumor bekommen. Und die Eltern haben alles Mögliche versucht, aber es war unmöglich, ihn zu heilen. Und der Mut seiner Eltern hat mich sehr beeindruckt, die alles dafür getan haben, ihn zu retten. Und die Hilfe, die Krankenschwestern ihm gegeben haben. Es muss etwas ganz Schlimmes gewesen sein, denn das Schlimmste ist wirklich der Tod des eigenen Kindes. Und dank dieser Krankenschwester oder Leute des Hospiz konnte er ein Jahr lang bei seinen Eltern sein und all die Dinge tun, die ihm gut gefallen, vor allem eben zeichnen. Und nach 2 Wochen, nachdem wir diesen Artikel geschrieben hatten, ist er gestorben. Aber die Arbeit dieser Leute vom Hospiz war den Eltern, sowohl ihm zu helfen, diese Krankheit zu leben, zu ertragen, aber auch den Eltern. Und es ist
sehr schwierig, Worte zu finden, um so jemandem beizustehen. Ein anderes beeindruckendes Beispiel ist der Mut einer anderen kleinen Heldin von uns, Natalia, eine Mathematiklehrerin, die 44 Jahre alt ist. Die ein Hodgkin-Lymphom bekommen hat. Sie sagte, das ist jetzt ist der Moment gekommen, wo ich alles reduzieren muss, die Arbeit, die Schüler und so weiter. Und sie konnte nur noch lesen, indem sie einen Computer benutzte und die Augen bewegt hat. Also nur durch Augenbewegung konnte sie lesen und schreiben. Aber es war unglaublich, weil sie angefangen hat, so zu arbeiten. Und jetzt ist sie eine Kollegin von mir, eine Journalistin. Sie nimmt an einem Projekt teil und nur mit den Augen schreibt sie weiterhin, arbeitet sie. Und bezeugt den Leuten, wie man weiterhin lebendig sein kann, Mensch sein kann, auch mit so einer Art von Krankheit. Und davor gab es, also zu Beginn musste sie alles reduzieren und jetzt beginnen sich die Sachen zu vermehren. Mehr Kollegen, mehr Arbeit. Und dieses Interesse am Leben ist wirklich das, was sie glücklich macht, was sie Mensch sein lässt. Und mich hat das unglaublich beeindruckt, diese Geschichte. Weil so viel Liebe für das Leben zu finden, so viel Wahrheit für das Leben war für mich eine große Lektion. Eine weitere Geschichte, an die ich mich oft erinnere und die mich sehr beeindruckt hat, ist die Geschichte eines Fotografen von uns, der während der Pandemie in der roten Zone gewesen ist und in den besonderen Abteilungen des Krankenhauses, um die Ärzte mit seinem Fotoapparat zu begleiten. Die Ärzte sagten zu ihm, stell dich da hin und rühr dich nicht vom Fleck. Und das Beeindruckende ist, zu sehen, wie diese Ärzte und Krankenschwestern, wie das Personal, wie sie trotz der Mühe und der Arbeitszeiten die Möglichkeit gefunden haben, zu helfen, mit dem Patienten zu sprechen. Und so war es unmöglich, einfach da zu stehen und zu schauen und nichts anderes zu tun. Und deswegen hat dieser Fotograf sich zu den Krankenschwestern und so und Ärzten und so gestellt, um diese unglaubliche Geschichte der Menschlichkeit zu erzählen, auch in so scheinbaren unmenschlichen Umständen. Aus diesen schlimmen Momenten entsteht der Wunsch nach dem, dass es dem anderen gut geht. Und dafür spüre ich eine ungeheure Bewunderung und Anerkennung. Das sind drei Geschichten, die mich sehr viel gelehrt haben über das Leben, über den Tod und wie ich das Leben in der Arbeit leben kann. Danke. Ein Ich, das wiedergeboren wird, weil es umarmt wird. Und wenn es mit einer schweren Wirklichkeit konfrontiert wird, ist es fähig, diese anzugehen, zu umarmen. Was ist dir geschehen in diesem großen Drama, das wir alle leben, Pandemie? Wie bist du diese angegangen? Es war ein Kampf. Vor allem in dieser Zeit der Pandemie habe ich noch mehr mich danach gesehnt und mir gewünscht, dass ich entdecken kann, dass es ein Gut gibt
für mich. Es sind zwei sehr schlimme Tatsachen passiert, die aber auch ein Zeichen eines großen Gut für mich waren. Die erste Tatsache war im Januar. Wir haben ein Kind verloren in meinem dritten Schwangerschaftsmonat. Und es war ein großes Drama. Das Erste, was ich gemacht habe, während ich noch im Krankenhaus war, war Silvio anzurufen. Und er hat mir etwas sehr Wichtiges gesagt. Er hat mir gesagt, bitte, bitte sehr viel schreie, bitte, dass du, also schreiend auch, wenn es sein muss, darum, dass du entdecken kannst, dass es ein Gut gibt. So wie vor vielen Jahren. Du konntest damals noch nicht verstehen. Du musstest eine Erfahrung machen. Und seit dem Moment, nach diesem Telefongespräch, haben mein Mann und ich viel gebetet. Wir haben verstanden, dass wir es alleine nicht geschafft hätten. Und wir haben bemerkt, dass um uns herum immer eine große Gemeinschaft war und sie immer noch da ist. Eine Gemeinschaft, die auch von der roten Zone nicht gestoppt werden kann. Die wahre Gemeinschaft ist immer überall. Und das hat uns sehr geholfen. Es hat uns geholfen, zu verstehen, dass es kein unnützes Leid gibt. Es war nicht umsonst, was wir gelebt haben. Und nach kurzer Zeit, nach ungefähr einem Monat, ist meine Mutter krank geworden an Covid. Und das war auch sehr schwer. Das erste Gefühl war eine große Wut. Ich bin sehr sauer geworden, dass es Menschen gibt, die daran leiden, dass es so viel Leid gibt. Das war meine erste Reaktion. Und während dieses Leidens, das meine Mutter ertragen musste, während der einer Intensivtherapie, ist sie gestorben. Am 5. April an ihrem Geburtstag. Und das ist ein Beispiel dafür, wie auch das Leiden meiner Mutter ein Zeugnis für mich und vieler Freunde war, die mit uns diese Momente geteilt haben. Eines Tages, als ich ein Videocall gemacht habe mit ihr, habe ich sie gefragt, sobald du wieder gesund wirst, weil ich das natürlich bis zum Letzten gehofft habe, was wäre das Erste, was du gerne machen würdest, sobald du aus dem Krankenhaus rauskommst? Und sie hat gesagt, ich würde gerne eine Cassata Siciliana essen. Und dann hat sie nochmal gesagt, also dann hat sie nochmal darüber nachgedacht und gesagt, nee, eigentlich will ich gerne das Meer sehen. Was für eine Tiefe. Ich habe wirklich gedacht, diese Sehnsucht nach Schönheit, wie dieses Bedürfnis da rausgekommen ist. Es hat mich sehr beeindruckt, weil die Gemeinschaft, dieses gemeinsam eine Sache tragen, dass wir gemeinsam diese Situation gelebt haben, das hilft dir, den Blick zu heben. Und wenn du das machst, geschehen viele Dinge. Du siehst, dass die Schönheit doch da ist. Du bemerkst, du schmeckst, dass es etwas Ewigkeit auf dieser Welt gibt, auch trotz all des Chaos. All das, was wir jetzt erleben, lässt mich erneut sagen, bewusster sagen, dass es eine Hoffnung gibt. Und das muss ich jeden Tag neu gewinnen. Und Entschuldigung, noch eine Sache noch, eine sehr wichtige Sache. Ist es mir wichtig, das vorzulesen? Das ist sehr wichtig, weil bei der Beerdigung meiner Mutter, an der viele Freunde teilgenommen haben, angesichts des Geheimnisses des Lebens und des Todes, hat Silvio etwas sehr Schönes geschrieben, was ich euch vorlesen möchte.
nicht nur, weil er auch über mich spricht, sondern weil es uns hilft zu verstehen, wie schön das Leben ist. Das Leben für immer ist für die Ewigkeit geschaffen. Ansonsten würden wir die große Liebe, zärtliche Liebe, nicht verstehen, die eine Mutter gegenüber ihrem Kind hat. Und die Liebe, die ein Kind gegenüber der Mutter hat, wie wir gesehen haben und erfahren haben. Das Leben ist sicherlich für die Ewigkeit. Wenn wir haben viel Hingabe, viel Opfer für eine Mutter, von einer Mutter für ihr Kind gesehen. Ja, das Leben ist für die Ewigkeit. Es ist wirklich schön für immer. Wenn wir gesehen haben, wie sehr ein Mädchen, ein Kind ihr Leben groß machen konnte für ihre Mutter, wie viel Sehnsucht, Wunsch, wie viel Kampf konnte eine Tochter ins Spiel bringen, um diesen Preis zu gewinnen, vom Leben bevorzugt zu werden. Entweder ist es die Ewigkeit, die wir immer suchen, mir scheint, schaut, welcher menschliche Weg, welches Wachstum dahinter steckt. Von diesem Mädchen her, ausgehend von dem Mädchen, was sich da in den Zug gesetzt hat, bis hin zu der Frau, die jetzt diese Tiefe hat. Ich möchte einige andere Fragen stellen als an Mario stellen, mit kurzen Antworten. Marigona hat ihre persönliche Geschichte erzählt. Deine persönliche Erfahrung, dein Gewinn bei der Arbeit in einer Wirklichkeit wie Scholars, lässt sich diese Erfahrung wachsen? Und wenn ja, in welcher Weise? Ja, also das ist auf jeden Fall so. Diese Erfahrung mit Don Giussani lässt mich wachsen. Es lässt mich die Wirklichkeit mit Neugier anschauen, bis in die Tiefe und dieser Wirklichkeit dienen. Der Gewinn besteht darin, dem zu dienen, dem ich begegne. Nicht schon im Kopf schon alles zu haben an Projekten, sondern ich habe ein Wort gelernt. Das Wort Zuhören und Stille. Es sind zwei Worte, die es mir erlaubt haben, die Dinge anzuschauen mit Liebe, mit einem Abstand und Liebe anzuschauen. Ich bin vom Charakter her so, dass ich sehr neugierig bin. Also meine Neugier weiterzugehen, diese Erwartung, die mir erlaubt, über alle Grenzen hinauszugehen, die möchte ich bewahren. Aber wie geht das? Indem ich ihr begegne. Durch eine Begegnung ist es möglich. Und Eliona, was lernst du von deiner Arbeit? In welcher Weise hast du dich verändert, seit du diese Arbeit machst? Zunächst, als ich einigen Ungerechtigkeiten begegnet bin und Schmerzen, die andere empfunden haben, habe ich mich so ohnmächtig gefühlt. Ich war so verzweifelt. Und jetzt, dank meiner Arbeit, sehe ich, dass sich etwas verändert, auch wenn es vielleicht nicht viel ist. Ich lebe die Hoffnung. Das ist das entscheidende Wort. Es hat etwas die Hoffnung ausgelöst, in Gang gebracht.
Javier Prades hat es gestern gesagt, die Hoffnung entsteht aus einer menschlichen Sympathie von jemandem, der dich umarmt, der deine Wunde, deinen Schmerz umarmt. Es bedarf einer Begegnung, um die Hoffnung zu entzünden. Wir haben drei Zeugnisse gehört von dieser menschlichen Sympathie, sehr tief. Die in der Lage sind, das Ich in Bewegung zu setzen. Das verändert auch das Stückchen Welt, was um diese Person herum ist. Das haben unsere drei Gäste bezeugt. Wir danken Ihnen, dass Sie heute Abend mit uns zusammen waren und dass Sie uns einen Teil von Ihnen selbst geschenkt haben, Ihre eigene Geschichte. Die Geschichte ihres Wachstums. Das heißt, das Beste von einem selbst anderen zu schenken. Und das können wir nach Hause tragen. Wir können sie als Wegbegleiter mit nach Hause nehmen. Unsere Gäste, die wir heute Abend gehabt haben und das, was sie uns erzählt haben. Also vielen Dank an Aliona Kopeskova. Viel alles Gute, viel Glück. Macht weiter mit eurer wunderschönen Arbeit. Danke allen Mario Del Verme und die Freunde von Scholars. Und danke an Marigona und L'Imprevisto. Denn das Leben kann diese Dichte, diesen Geschmack haben. Danke an euch, dass ihr diese Stunde mit uns verbracht habt und helft uns, dass wir auch weiterhin solche Menschen treffen können, die eine solche Geschichte leben. Ich lade euch ein, mit großer Einfachheit eine praktische Hilfe zu geben, indem ihr eine kleine Spende bei Donaura macht. Es dient dazu, damit wir eben auch solche Personen und Geschichten kennenlernen können, wie wir gehört haben. Danke an alle und guten Abend. Thank you.